Vieles auch einfach für Planung und vor allem höchstwahrscheinlich für einen selbst. Mhm. Dass man das sieht, auch als, ja, dass man einfach für die eigene Arbeit. Und so frei in der heutigen Zeit, wo immer mehr digitalisiert wird, welche Fotos übernimmt jetzt schon langsam die Maschine und welche Fotos, die muss man selber machen? Mhm. Ja, also das ist eine gute Frage. Also wir haben früher, also als ich eine Ausbildung gemacht habe für Prothetik, haben wir einen vollen Fotostatus gemacht. Das heißt, alle Fotos mit Spiegel, rechts, links, oben, unten, alles so. Und das zu machen, einmal ist technisch sehr, sehr schwierig und auch schon zeitaufwendig. Also selbst wenn man das oft gemacht hat, das dauert schon so 10 Minuten, Viertelstunde. Mhm. Und Fotos haben halt für mich einen riesigen Vorteil, ist, dass sie im Vergleich zu allem, was man digital machen kann, sehr schön sind. Ja. Also ein Foto sieht immer schön aus. Das ist vielleicht, weil ein Zahn drauf ist, für jemand anders komisch zu verstehen. Aber für uns als Zahnärzte, wir schauen halt Zähne schon ganz schön gern an. Und das ist so ein bisschen das Wehleidige, weil inzwischen machen wir das auch nicht mehr. Also wir nehmen uns nicht die Zeit und machen einen kompletten Fotostatus und von allen Richtungen und so, weil es einfach extrem viel Zeit kostet, und um es richtig zu machen. Und das andere Problem ist, auf dem Foto sieht man halt nur, was auf dem Foto drauf ist. Das heißt, wenn man was sehen wollte, was ein bisschen mehr um die Ecke ist oder so, dann sieht man es halt einfach nicht. Ja. Und deswegen, wenn wir jetzt heute so komplexe Fälle planen, dann machen wir ein Foto, eigentlich nur noch ein Foto frontal von den Zähnen und ein 3D-Scan vom Ober-Unterkiefer. Und auf dem sieht man dann auch alles. Das sieht zwar nicht ganz so schön aus wie auf dem Foto, aber gleichzeitig hat man viel mehr Informationen und kann damit auch was machen, während das andere eigentlich wirklich am Ende nur dafür da ist, dass man es angucken kann.